Ja, aber im Prinzip kann man nicht alles sehen. Oder? Wo bin ich da gerade eigentlich jetzt da? Ich Wie glaube, heißt im die Sendung? Studio der Admiral Sportschau, Ich aber es glaube, ist so unscharf heute alles, oder? extrem. Ich Ich sehe gar nichts. sehe, aber wir waren ja mal bei Sean Woodger auch. Kann mich erinnern, ja. Das war super, oder? Es war das eine der geilsten Erlebnisse bis jetzt, ja. Vielleicht hilft uns das und wir haben wieder den Durchblick heute. Sollen wir mal Wir probieren es. aufsetzen? Machen wir es gemeinsam. Okay. Auf drei. Eins, zwei, Zwei, drei. drei. Oh! Es funktioniert schon. Es funktioniert. Benny! Hi. Geil, dass du Servus, da grüß. bist. Ja, Ich habe dich sehen gar nicht wieder. erkannt. Ah, du Ja, bist. du. Sehr gut. Überrascht mich, dass du das bist, Man muss aber sagen, wir haben uns wirklich lange diesen Gag überlegt. Und der ist auch stundenlang, ja? total gut aufgegangen, finde ich. Hat super Die funktioniert. Community steht Kopf, könnte man meinen. Unsere 5.555 Leute, wie zum Beispiel Ramon oder Daniel Ranschl oder Julian oder Und Philipp Ebner, die packen es Gexi gar nicht. Bass, der Exibus, ist ein ein neuer. Herz auf Twitch schickt und wir schicken ein Herz zurück an euch alle und begrüßen euch zur, das pumpt so richtig schön, zur 49. Folge der Admiral Sportshow. Heute mit, 49. ja, Folge, nächste Wahnsinn. Woche Ist große Premiere, 50. gell? ja, große Feier. Rufst mich an, weil ich bin ja nicht da, ja? Gibt's noch mehr Gewinne als Noch heute. bist du Aber wahnsinnig. heute ja auch cool. Was gibt's heute? 50 Euro wieder. 50 Euro Wettgutschein. Wettguthaben von Admiral und ein Überraschungsgeschenk von unserem Stargast heute. Und zwar ist es ein ganz ein großes Geschenk mit einem sehr, sehr hohen Wert. Das heißt, unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Und wir haben natürlich eine ganz eine tolle, gefinkelte Frage wieder für euch, liebe Community, vorbereitet. Und zwar wollen wir von euch wissen, ein Blick in die Kamera, Ich schaue immer in die ja, Kamera. wie Ich bin geil schauen selber. wir, genau, wie geil schauen wir eigentlich mit diesen Brillen aus, ja? Ich mit meinen 10,5 Dioptrien, aber schaut wirklich so aus, gell? Wie Aschenbecher, gell? Ja. Und du mit deinen 2,1, oder? Na, ein Oder? bisschen mehr. 1,3,2? 3,2 3,2. Pi. Pi? 3,142 Mathematiker-Scherz. Okay, war sehr witzig. Wird zu Ich hoch, erkläre gell? dir Weil nachher noch, was die Zahl Pi bedeutet. oh ja, Pi kenne ich ja. Ja, Ach 3,1, so, deswegen Pi, ja, ja, das. Ja, 10 von 10, schreibt Julian. Scheiße. Und 10 von 10 können wir auch unserem heutigen Stargast geben, den wir noch ankündigen dürfen. Dürfen wir jetzt schon, Eishockey-Legionär. Nur also ankündigen, nur kündigen, okay. dass die Spannung steigt. Okay, das heißt, er kommt aus dem Eishockey, ist ein vielversprechender junger Mann und wir werden sehen, ob er auch vielleicht in Zukunft Kontaktlinsen oder Brillen braucht. Wir werden noch mit ihm ein bisschen quatschen, aber er ist sehr, sehr jung und hat bis jetzt, glaube ich, alles gut so mit den Augen erfasst, kann man sagen. Ja. Unsere Frage, die gewinnt. Können wir den Namen noch Ja, verraten? sag's. Kilian Zündel Kilian wird bei Zündel. uns sein. Jetzt Extra zu ganz, uns gekommen, genau. angereist heute. Ganz kurz die Gewinnerfrage müssen wir noch Ja. an. Und zwar wollen wir von euch wissen, nicht wie geil wir ausschauen mit diesen Brillen, sondern wir wollen wissen von euch, sollen wir in Zukunft auch diese Brillen hier in der Admiralsportshow tragen? Denn wir wissen natürlich Bescheid, wir haben auch ein großes Fachpublikum da draußen, die sich mit Sport super auskennen, wie zum Beispiel Genetic Gremlin. Ja? Und diese Kompetenz kommt natürlich mehr und mehr rüber, wenn wir diese Brillen tragen. Ja? Das hebt uns, glaube ich, auf ein anderes Niveau. Auf ein neues Level, auf Genau. ein noch nie Wir dagewesenes springen Level. drüber über alle, sozusagen. Ne? Und deswegen müssen wir Und noch inhaltlich weiter. auch einiges bieten. Und das machen wir Woche für Woche, seit Was? bald einem Jahr hier in der Admiral Sportshow. Ich wollte Also, noch irgendwas was sagen, wollt weil wir uns das schaut, du hast nicht einen Text da. Lies ab, was gibt's heute? Das ist nicht die Brille, aber gibt's keine Ausrede Es mehr. steht hier, Sag. weil wir uns zuerst gefragt haben, wer wir sind, weil wir ja uns nicht richtig erkannt haben. Also, wer Auf wir sind, TikTok meinst geht es du? ja richtig rund. Da sind wir ja jetzt viral Also, gegangen zuletzt. habe ich gehört, Und da hat habe ich uns gehört. trotzdem jemand Ja. nicht erkannt. Hier, das ist. Wer sind die? Ja, aber muss man Der sagen, braucht Brillen von Sean Woodger, glaube ich. ja, aber das hat, wer sind die? Der Was hat Topperer. er, hat, der hat alle Gäste niemanden erkannt, Na, oder uns was? zwei nicht. Also uns zwei hat er Uns nicht zwei erkannt? nicht. Deswegen steht er dann dabei. Die Promis aus der Admiral Sportshow. Finde ich gut, ja. Sind da wir gemeint? Ich weiß nicht. Ich auch Ziehst du nicht. dich als Promi? Und zwar, welche Kategorie würde mich interessieren? F-Promi. So weit vorne schon? Ja, du Alter, bist für mich du ein hast C-Promi. C! Wow! Ist schon etwas, oder? Wahnsinn! Da kriegt man schon, weißt du, wenn man Eis kauft, eine Kugel Ich habe gratis. zumindest ein bisschen tiefer Bisschen was dann dazu. reinbohren Bisschen was in die dazu. Eis. Aber es ist kein Spaß, das kann ich euch erzählen, wenn ihr mal so ein bisschen prominent seid. Das heißt, auf TikTok mindestens, keine Ahnung, wie viel braucht man? 5.000, 10.000 Follower oder sowas. Dann kann es schon sein, dass euch jemand erkennt. Und dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Mittagessen euch holt, günstig, so beim
keine Ahnung, Schnitzelhaus oder so, mhm, dann kann man sein, dass man gratis Schnitzelsemmel dazu bekommt. Das ist und kein Spaß. Man, wenn man richtig prominent ist, bekommt man auch Chips. Aber das heißt, die sind für unseren Gast. Für unseren Gast, die sind genau für unseren Gast. Hoppla. Aber wir verlängern schon das Studio. Wir müssen noch schauen, dann auch Senf der Woche und so. Die Brille von Benny ist schöner als jene von Chris. Dem kann quasi ich mich nur anschließen. Okay. Aber beide es cool. Ist deine auch bemüht, wie nein, aber Heribert jetzt sagen würde. Den sehen wir heute, glaube ich, auch noch. Aber jetzt. Wer ist Heribert? Super. Dein Experte von Seenwutscher. Oh Gott. Heribert. Heribert Naber. Oh, der ist der Geil, wirklich der Heribert. Noch einmal, Heribert, wenn du zusiehst, du hast ja sonst nichts zu tun wahrscheinlich. Deswegen, ich weiß, du schaust zu, bist wirklich der Beste. Ich habe noch nie so einen, am Anfang habe ich ihn beobachtet, wir sind zu Seenwutscher rein, haben ihn beobachtet und ich habe gleich gesagt, ich weiß nicht, ob der wirklich alles im Griff hat. Habe ich am Anfang gesagt, muss ich ehrlich sagen. Ja, du bist und, ehrlich, das und dann freut mich. Muss man sagen, man darf nicht mit Vorurteilen reingehen in die Geschichte, man muss immer neutral bleiben. Dann haben wir ihn näher kennengelernt und ich muss sagen, kompetent, super nett, und vor allen Dingen sehr witzig, sehr lustiger und das Typ. Das sehen wir heute noch. Und das sehen wir heute noch. Sehr und sehr lustig ist auch wieder unser Senf der Woche. Und zwar, was wir haben schon heute eine Abstimmung vorliegen. Wir können uns das mal anschauen. Du hier auch. Dann sieht das auch die Community, glaube ich. Okay, danke. Aber ich kenne mich nicht aus bei deinem Gerät. Ja, das ist ja eh wurscht, oder? Ah, wir haben es da. Dugl ist der neue Nagelsmann. 61% ist... Was steht da sonst noch? Das soll ich vorlesen? Darf ich? Ja, bitte. Darf ich vorlesen? Darfst okay du vorlesen. Also das Nationalteam Rückblick, wir haben nur 30% und Baumgartner zu Leipzig interessieren sich nicht so viele Leute für nur 7%. Okay. Von Chris Kuhler Ramon als die hat von, Ramon, ich finde die Brille von Chris Kuhler als die von Benny. Ramon! Es steht 1:1 und das ist deine Kamera, Chris. Ah, Ramon! Ramon! Nein, weil der Chat da ist, sonst ist der Chat weg. Aber du danke, dass du mir das erklärst jetzt. Bitte. Ich habe das rote Licht nie verstanden. Ja. Ich habe gedacht, warum ist das rot immer, ja? Okay, da muss ich jetzt reinreden, gell? Hast du geglaubt, wir sitzen vor Ramon, danke, lieber Ramon, für dieses tolle Kompliment. Philipp ja Ebner fragt, wenn ihr die Brille wieder runternehmt, seid ihr dann wieder unscharf? Das ist gut, können wir das auch probieren? Ich weiß aber nicht, ob die Regie vorbereitet ist auf diesen... Das wäre nämlich ein Folgegag gewesen. Moment. Ja, nein, das ist ja nicht. Oder Cedric Rust. Ist das der Cedric Rus, der uns schreibt? Nein, das ist er nicht. Da ist er. Nein, das ist er nicht. Probieren wir? Probieren wir, okay. Runter. 1, 2, 3. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, aber jetzt, wir sind das verschwommen, nein, aber das die anderen sind schon. Nein, wirklich? Die sehen das alle verschwommen. Und jetzt sehen wir es wieder auf. Und jetzt sehen wir wieder scharf. Und jetzt machen wir inhaltlich und weiter. Und jetzt bitte machen inhaltlich weiter. Wir kommen also zu unserer ersten Rubrik. Ja, zum genau. Senf. Der Woche. Hier ist er. Hier wird er rausgepoppt, der Senf der Woche. Mit oder sehr Brille geil ist eigentlich egal. Was uns nicht egal ist, ist jetzt unser Thema, über das wir sprechen wollen, ja, Chris. Reden wir drüber. Die Brille ja steht ja super. Ramon danke hat voll inhaltlich recht. Zack. Nagelsmann ist Prima weg. Dugl ja ist da. Ja, 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 genau. Richtig. Überraschend für den Beobachter von außen, für dich auch. Also ich finde, wir können stundenlang über das Thema reden. Ich glaube, ich habe mal, keine Ahnung, in den letzten Wochen tausende Sachen, Meinungen unterschiedlich angehört. Ich würde sagen, es war für alle überraschend, weil die Bayern sind ja noch im Wettbewerb, es läuft alles gut, aber schlussendlich war die Entscheidung deshalb so, weil zumindest wurde so von Brazzo vermittelt, dass einfach 10 Punkte Rückstand, die 10 Punkte, also nicht Rückstand, 10 Punkte. Ein gehen. Punkt Rückstand. Ein Punkt Rückstand, aber 10 Punkte auf Dortmund haben es verloren. Und das ist einfach zu viel und man merkt einfach, der Nagelsmann hat im letzten Spiel gegen Bayern Leverkusen einfach ein bisschen was falsch gemacht, nicht nur, dass er verloren hat. Sie haben noch nie die Bayern so schlecht auftreten gesehen von der Mentalität, vom Kampf her, wie da. Und in der Halbzeit hat er Musiala ausgetauscht, obwohl er leicht verletzt war. Der hat sich dann am Muskelfaserriss mhm zugezogen und das ist natürlich nicht gut angekommen. Und den, ja, aber geht glaub, das den Müller hat auch rausgenommen. Alles gleich, oder? Zusammen immer zu schnell. Der ist einen Punkt hinter Platz 1. Ist in der Champions League dabei, ist ja im Cup dabei ja und dann weg mit ihm. Ja, also der Kimmich hat es schon gesagt in einem Interview, es gibt leider Gottes wenig Liebe in diesem Business. Hat auch Captain Chaos getwittert in Anlehnung an Kimmich und ja Goretzka, die nicht begeistert sind vom Nagelsmann-Rauswurf bei nee den Interviews. Rekordverdächtig, wie schnell Tuchel die Kabine verloren hat. Ja. Das war auch so eine Redewendung, ja, die Kabine verlieren. Ja. Stimmt nicht. Also der Kimmich hat sich ja gemeldet, der hat nicht die Spieler verloren. Es gab natürlich einige. Haben wir auch also schon wieder gehört, ja. Er hat nicht einige verloren, nur ein paar. Es gibt eine Geschichte mit Sadio Mané, kennst du die? Nein, kennst du sie? Spannend. Ich kenne sie im Ohr. Ich habe sie im Ohr. Und zwar vielleicht auch für euch sehr spannend, ja. Und zwar gab es ja eine Auseinandersetzung mit Sadio Mané und Nagelsmann, und zwar nach dem PSG-Spiel. Und da waren alle Spieler mit dabei, mhm, in der Kabine. Und zwar hat sich der Sané
fürcht, nein, Entschuldigung, nicht der Sané, es war Mané. Der Mané, genau. Weil sonst hätte er mit Klopp ein Missverständnis. Genau, richtig. Der Mané war es, hat sich unglaublich aufgeregt, dass er nur 8 Minuten gespielt hat und hat den Nagelsmann zur Schnecke gemacht und das alles vor den Spielern und der Nagelsmann hat, man hat es ihm angesehen, hat irgendwie den Respekt dadurch verloren vor den Spielern, weil der Mané ihn so richtig ein bisschen fertig gemacht hat. Daraufhin hat dann der Mané dann im nächsten Spiel durchgespielt von Anfang an. Aber da haben die Spieler gespürt, okay, der hat nicht wirklich alles unter Kontrolle, wahrscheinlich auch, weil er ein junger Trainer ist. Aber dann habe ich wieder gehört, es ist gar nicht so schlecht, wenn man einmal rausgeworfen wird als Trainer, weil da hat man mal diesen Erfahrungsschatz, war mal bei einem großen Verein. Und er hat ja noch länger Vertrag als Tuchel jetzt. 5 Jahre, ja. Das heißt, wenn die Amtszeit von Tuchel vorbei ist und Nagelsmann bis dahin nichts hat, kommt er wieder. Steht er 2025 wieder an der Säbener Straße. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Das verstehe ich jetzt gar nicht, weil wieso gibt man jemanden, was als Projekt ausgelegt war, einen 5-Jahres-Vertrag? Ja? Weißt du, wenn man weiß, ein junger Trainer, man sagt, er braucht seine Zeit und was mich immer gestört hat, ich habe immer zu ihm gesagt, ist ein Trainer-Talent, hat ihm auch sicher genervt. Ja? Der ist erst am Anfang, bla bla, aber warum nimmt man sich so einen Trainer, wenn man weiß, okay, der braucht ein bisschen Zeit, dann hätte er sich jetzt vielleicht ein bisschen durchgewurschtelt, hätte vielleicht die nächsten Spiele gewonnen, vielleicht nicht so attraktiv, aber hätte sich dann am Ende des Tages durchgesetzt, dann hätten sie ihn abgefeuert, aber sie haben genau das Falsche gemacht. Und sind nicht zu ihrem Wort gestanden. Und vor allem hat ja auch Herbert Hainer, der Präsident, in ein paar Tage vor dem Rauswurf ja, über den grünen Klee gelobt, hat gesagt, wie toll der ist. Phrasenschwein, genau. Mitarbeitsplus. Hat ihn gelobt und ein paar Tage später ist er weg. Also genau. Das ist ja auch eine Geschichte. Ich glaube so nichts mehr, was die in den Interviews sagen. Die erzählen uns irgendwelche Geschichten. Uns glauben hier. Und also uns wir haben die besten Connections. Wir sind verbunden mit den Beratern auf dieser Welt. Also, wie heißt der? Fabrizio Romano. Der sitzt ja in der Redaktion. Der sitzt bei uns in der Redaktion. Ja. Und wir kennen auch den Maulwurf, der weiter gesagt hat, dass der Nagelsmann kurz vorm Ende steht bei den Bayern. Ja. Und kein anderer weiß das. Also die suchen noch immer diese Persönlichkeit. Erstens einmal derjenige, der die Fotos gemacht hat in der Kabine von der Taktikaufstellung von Nagelsmann. Ja, man weiß noch immer nicht, wer das ist. Wer macht sowas? Ja, sind es die Spieler oder ist es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Platzwart? Weiß man auch nicht. Gell? Mhm. Aber die Bildzeitung gibt es nicht preis, logischerweise. Deswegen, wir sind noch auf der Suche, also wir wissen, wer der Maulwurf ist, aber vielleicht wisst ihr, wer der Maulwurf ist. Die Community weiß viel, ist mir schon aufgefallen. Julian schreibt, teurer Fehler. Ramon schreibt, bitte einfach weiter mit Brillen. Ich glaube, das bezieht sich auf uns. Weil wir so gescheit rumreden, gell? Es kommt so gescheit rüber. Kahn und Brazzo haben den Durchblick verloren. Tuchel wird nicht viel ändern bei den Bayern. Da hat es diesbezüglich auch einen Tweet gegeben, den habe ich auch noch mit, von Bananentorjäger. Hier siehst du ihn, Chris, wenn das deine Dioptrien zulassen. Sowohl Flick als auch jetzt Nagelsmann mussten gehen, weil sie im Verein zu sehr angeeckt sind. Daraus hat man beim FC Bayern gelernt und nun Tuchel geholt. Genau, der Humor des Herrn Bananentorjägers. Kannst du dem auch etwas abgewinnen? Ja, das ist natürlich... Es wird spannend sein, wie Tuchel jetzt auch umgehen miteinander. Ja, ja. Und vor allem, was auch entscheidend ist irgendwo, erstes Spiel direkt gegen Dortmund, Tuchels Ex, wenn du dieses Spiel verlierst... Müller ist der Maulwurf, Entschuldigung. Müller ist der Maulwurf! Jetzt wissen wir es. Aber gerade bei denen, denen du es am wenigsten zutraust, könnten es dann sein. Das ist, hier würde ich auch gewisse Sachen nicht stille zutrauen. Stille Wasser sind tief. Nächstes Wasserschwein, Leute. Stille Wasser sind tief. Siehst du. Aber jetzt wollte ich meine Expertise, deswegen ich auch die Brille aufhabe, noch kundtun. Erstes Spiel gegen Dortmund. Wenn du das verlierst als Tuchel, startest du schon mit einer Hypothek hinein in diese ganze Angelegenheit. Nächster Trainer steht bereit. Ja, dann vielleicht hat bis dorthin Nagelsmann noch keinen Job. Nein, es kommt Zinedine Zidane, dann kommt der nächste Welttrainer. Tuchel stand jetzt sicher der Bessere, aber Wahnsinn, was dich die Aktion kostet. Erstens einmal, was kostet die Aktion? Zweitens einmal, müssen wir mal kurz überlegen, Der hat jetzt da 3 Tage mit denen, also der hat jetzt wahrscheinlich 2 Tage Zeit, mit der kompletten Mannschaft zu trainieren, da kann er mal gar nichts machen. Der Kimmich ist komplett angepisst, weil der packt's gar nicht. Ich habe ein Interview gesehen mit ihm. Freuen Sie sich schon auf Ihren neuen Trainer Tuchel? Und er so, ja. Weißt, da hat man schon gemerkt,
Das harmonisiert nicht so. Und was auch nicht gut ankommen ist bei der Mannschaft, da habe ich auch gehört, ist, dass der Nagelsmann irgendwann im Skiurlaub, glaube ich, ganz kurz den Kimmich besucht hat. Und das hat man in der Mannschaft auch mitbekommen. Und dann, wenn ein Trainer den einen Spieler trifft und das spricht sich rum, das kommt dann natürlich nicht so gut. Ja. Aber was gut kommt, und da kannst du jetzt ein euphorisierendes Übergang auswerfen. Übergang, starker Übergang. Wenn ich dich frage, ob wir schon unseren Gast zu uns holen können. Wobei schon ist gut gesagt, wir haben schon 7:45. Bist du bereit fürs? Ich könnte noch stundenlang über das Thema reden. Das traue ich dir zu. Aber wir werden jetzt natürlich unseren Gast bitten, herzukommen. Möchtest du ihn hereinbitten? Weil wir haben es ja relativ lang. Ihr wisst es nicht, aber da geht es jetzt circa 200 Meter runter und der muss einmal daher sprinten, bis er mal daher findet. Das ist so wie das eine Stadion in Belgrad oder so. Ewig langer Spielertunnel. Kenne ich nicht. Nicht? Na, was ist mit dem? Zeige ich dir nach der Sendung. Bitte. Aber jetzt zeige ich uns allen unseren heutigen Stargast, der bei uns Platz nehmen wird. Eishockey-Legionär und ein absoluter. Ist man mit 22 noch Shootingstar? Wir werden es ihm selbst fragen. Hier ist Kilian Zündel. Applaus! Servus! Servus! Nee, eigentlich, wir haben da hinten fünf Leute sitzen und kein einziger, der applaudiert. Traut sich keiner. Hi. Schön, dass du da Servus, bist. Kilian. Freut mich, danke. Wie geht's dir? Ja, gut. Und selber? Danke für die Frage. Es gab noch nie einen Gast, der mal so höflich war und nachgefragt hat. Ich bin kommen zum Gegenfragen stellen heute. Ja, wirklich? Nein. Interessiert sich überhaupt, wie es uns geht? Ja, wirklich? Ja. Soll ich da eine Geschichte erzählen jetzt? Ja. Nein, es interessiert dich wirklich, glaube ich nicht. Okay, das ist ein Schläger, das ist dein. Mit wie viele Jahre hast du mit dem gespielt? 2 Wochen. So. Also mit dem jetzt so 2-3 Wochen. Wie lange spielt man im Schnitt mit einem Schläger? Also es ist unterschiedlich, aber ja. Länger als einen Monat, glaube ich, so im Profibereich nicht wirklich. Okay, das heißt, du hast 2 Wochen gespielt, hast bis drauf gekommen, der ist so nicht zu gebrauchen, den schenke ich jetzt einfach her. Das war so dein Ansatz wahrscheinlich, oder? Naja, man dachte, ich bringe was mit und. Was ich nicht mehr brauche. Na, er wäre sogar noch gespielt mit den 2 Wochen. Ja? Wir können noch mit dem trainieren und spielen. Also spielen, nicht trainieren würde ich schon noch, aber. Aber dachte, ich bringe den mit, oder? Das ist Carbon. Ja, genau, ja. Mach ihn nicht kaputt. Carbon kannst du nicht kaputt machen. Ich habe gehört, die sind extrem wertvoll, diese Schläger. Das sind auch aus Carbon. Ja? Ja. Und Karton wird aus Holz gewonnen, aber das ist wieder was anderes. Wir verlosen den Schläger jedenfalls heute. Ja, also Community. Bitte noch einmal 5 Euro ins Phrasenschwein für den jungen Mann, für diese Gags. Irgendwann lass es zum Essen. Ich? Ja, wie du. Community, reinschreiben. Schläger gewinnen. Cooler Gewinn heute. Genau. Was müssen die reinschreiben? Ob die unsere Brillen geil finden? Die Brillen uns stehen oder nicht. Und wer ist der Maulwurf? Noch einmal. Und wie gefällen dir unsere Brillen, bevor wir inhaltlich dann etwas stärker werden mit unseren Fragen? Ja. Lass dich nicht täuschen, ja? Ja, sind fresh. Sind wir, die würden wir andere kaufen, aber euch passt sie gut. Dankeschön. Okay, warte, er wird sich andere kaufen, aber vielleicht. Ach so. Ich habe eine falsche Brille vielleicht für dich. Schau, die ist was für dich. Das habe ich mir gleich gedacht. Ich habe da auch noch Brillen. Du bist ja. Ja. Warte, ich gebe mal die Brille her für ihn, ja, weil dann du bist ja so ein fresher, mehr. Junger Typ. Du bist ja 22, gell? Ja. Und voll im Saft. Da. Ist man mit 22 noch Shootingstar? Oder schon Routinier im Eishockey? Nein, Routinier auf jeden Fall nicht. Eher Shootingstar, Crack, sowas. Aber probieren wir mal. Probieren wir mal die Haut. Bist du deppert. Ja, das schaut doch man. Geil aus, oder? Ist wild. Ha? Ist wild, ja. Borgst du? Ja, danke. Borgst du? Soll es gleich oben lassen? Na, 500. Am Tag aber. Ja, dann gebe ich es dir. Lass dich machen vielleicht. Jetzt muss ich schauen. Muss schauen, überleg dir das. Mit dem Management rein. Annika schreibt hinein, wild. Wild, gell? Und Ace Pink Cactus fragt, hat Kilian jemanden mit seinem Schläger geschlagen mal? Ja, ist schon mal vorkommen, aber. Also mit dem hast du jemanden geschlagen? Nein, mit dem jetzt nicht. Mit dem habe ich nur trainiert jetzt die letzte trainiert, Zeit. Okay. Und da schlagt man nicht unbedingt die Leute. Da muss schon ziemlich hergehen. Aber wenn es um Schläger reingeht, wir hatten ja schon mal Eishockey-Gäste da. Und mir wurde erzählt, wenn man sich vorher eine coole Schlägerei ausmacht, dann ist das absolut, dann ist das drin in der Geschichte, ist das so? Also, ich habe noch keine ausgemacht. Darf ich meine Brille wieder haben, bitte? Ja, ja, ich genieße es noch gleich. Ja, ich merke es ja. Aber ich merke, das ist meine, ja? Ja. Bin ich, Entschuldigung, ja? Wollte nicht unhöflich sein. Gut, normal ganz durch. Höflich, nur bei Brillen. Ja, da. Na, da. Die haben hart arbeitet, gell? Also, das ist nicht so, gell? Er hat 37 Sendungen lang erwähnt, dass er nur mit 10 Mitscheid, was sieht. Kevin schreibt, 400 bis 500 Euro musst schon rechnen, Fragezeichen. Für einen Schläger, Fragezeichen, oder in welcher Größenordnung befinden wir uns da? Na, also das ist jetzt ein Custom-Made-Schläger, da kannst du alles anpassen. Da kannst so, wie hart er sein soll, wie groß, Design, kannst du aussuchen, die Biegung und alles, also
Ja, so zwischen 300 und 400. Bist du dir da sicher? Magst du noch einmal antworten? Stell ihm noch einmal die Frage. Stell ihm noch einmal die Frage. Das ist extrem viel. Ja, aber mit deiner Unterschrift kostet er mindestens ein Tausender. Ja, das werde ich hoffen, ja. Deswegen, du wirst einfach deine Unterschrift platzieren und dann... Ist ja auch das doppelte Wert. Genau. Zumindest. Mindestens. Mindestens. Sehr gut. Ja. Gut, wir kommen zum Sportlichen. Ja. Erklärst du uns einmal. Wir kennen uns aus, ich weiß. Okay. Wir kennen uns einmal dank aus. Dank unserer Brillen, genau. Ansonsten eher ja, überschaubar. Aber du hast ja seit dieser Saison, die seit kurzem ja abgeschlossen ist, einen neuen Verein in der Schweiz. Nimm uns da mal kurz mit für uns zwei Eishockey-Experten, die dir für unsere sitzen. Community, die dich nicht kennt. Du musst dich einmal komplett vorstellen. Jetzt ein Wintergespräch. Erzähl uns einmal kurz. Fass einmal zusammen, dein langes Eishockey-Leben. Okay. Wie hat alles angefangen einmal? Also, die Anfangsstory ist ziemlich witzig, weil ich habe angefangen mit 8, ist relativ spät. Bin zuschauen gegangen mit meiner Tante, so bei den Spielen in Dornbirn. Und dann habe ich einmal zu Mama gesagt, so, ja, ich würde gerne Eishockey spielen. Und dann hat sie so gesagt, so, na, du bist viel zu klein, die nehmen die da als Puck. So, ich kann nicht spielen, die nehmen mich als Puck. Die Eltern sagen immer nein. Ja, die sind, du musst aufpassen. Ja, die Eltern sagen immer nein. Nein, die nehmen dich als Puck. Nein, mach die Matura. Na, schwieriges hast Thema. Die Matura, na, nein, habe ich nicht. Achso. Habe ich nicht. Ja, ich besser. Bin ich stolz drauf. Das kann man doch nicht dir sagen, wie so eine Bildungssendung. Na. Warum haben wir gerade Brillen auf? Egal, na, auf jeden Fall. Habe in Dornbirn begonnen, habe in der Schweiz gespielt als so. In der Nachwuchsliga und damit 15 bin ich zu Red Bull in die Akademie. War dort 6 Jahre jetzt insgesamt und jetzt seit einem Jahr bin ich in der Schweiz in der National League, das ist die Top-Liga in der Schweiz und bin dort bei HC Ambri Piotta, ist im Tessin, italienischer Flair und so. Und habe jetzt dort die Saison, habe noch ein Vertragsjahr und ja, das ist der Stand jetzt. Ist dein Trainer auch Schweizer oder? Ja. Der ist auch Schweizer. Ja. Das ist ganz spannend. Kannst du mal kurz nachmachen? Also wenn der Trainer in der Kabine ist und euch auf Schweizerdeutsch anfeuert, wie klingt das ungefähr? Kannst oder redet er Italienisch? Oder redet wie was für Sprache wird? Na, also so in der Kabine ist Englisch, weil wir Englisch. Haben ja auch Spieler aus Finnland, aus USA, Kanada und so. Okay. Das kommt natürlich anders rüber, oder? Ja, du musst Englisch reden, sodass jeder versteht. Also er haut schon ab und zu was Italienisches rein, weil da, wo ich bin, reden sie eben Italienisch. Mhm. Aber er kann auch Schweizerdeutsch und auch die Kollegen in der Mannschaft reden so Schweizerdeutsch. Aber da, ich bin jetzt nicht der Profi in dem, aber mein Dialekt aus Vorarlberg kommt schon hin. Aber Englisch klingt ja auch viel strenger, oder? Weil auf Schweizerdeutsch kann man ja nicht kämpfen. Nee, das wird schwierig. Klingt das klingt schon lieber ein bisschen, oder? Ja, gerade wenn man es nicht selber spricht, kann man es nicht ernst nehmen. Wenn die so, wirklich? Also, wenn er die dann so an... Also sie machen es nie, aber... Das klingt dann drin auch, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Nein, kann ich schon ernst nehmen. Aber es ist wirklich süß, gell? Das ist so. Ja, da ist halt auch oft mit so Li, so Zückerli, Türli und so. Sportscholi, Admirali. Ja, so in der Art, ja. Ah, geil. Okay, das heißt, der freut sich wieder. Come on, guys! So oft, ja, so in der Art, aber so gerade wenn er flucht, geht er oft ins Italienische, so. Was kann man. Ja, sagen die so Codio, sowas. Das war schön, was du da zeigst. Aber wir sind die plus 18, das kannst du. Ja, ey, das habe ich gewusst, deswegen habe ich das abgelassen. Jetzt lernen wir auch italienische Schimpfwörter. Okay, die nächste Frage in unserer Community. Welche italienische Schimpfwörter kennt ihr noch? Nein, wir haben aber andere Fragen aus der Community. Lass mich kurz schauen. Bist du Fan einer Mannschaft in der NHL, beziehungsweise schaust du diese regelmäßig, möchte Philipp Ebner wissen. Ja, also regelmäßig schauen nicht, aber ich habe auch einen Kollege, der drüben spielt und deswegen so, klar supportet man dann so quasi den Buddy und sein Team, aber so ich verfolge es nicht wirklich, so was, wie es bei ihm läuft und so schon, aber jetzt NHL an sich nicht. Gar nicht. Weniger. Schon, aber jetzt nicht so intensiv, so. Zum Beispiel verfolge ich eher so Red Bull, die alte Mannschaft, weil da habe ich viele Kollegen noch voll und und ja auch einmal einen Meistertitel geholt mit Red Bull. Haben wir auch ein Foto vorliegen davon. Was waren das für Momente damals? Nimm uns da bitte auch mit und vor allem die Community. Das war sehr sportjournalistisch aufbereitet, die Frage. Deswegen die Brille? Ja, das war sehr gut. Ohne Brille hätte ich... Nimm uns bitte mit. Nehmen euch mit. Nimm uns mit, bitte. Ja. Phrasenschwein! Her damit!
Katsching. Das ist ab kein, und zu das lässt er den Sportexperten raus. Das, ja, das ist kein Mikrofon. Also ich denke mir, du kannst auch ohne dem reden. Ich halte mich fest, weil ich fühle mich sonst so unsicher. Ne? Okay, ja. Geht schön, ja, danke. Ich bin bei Aber dir. Nimm uns mal mit, bitte, auf deine Reise. Ja, also Meisterschaft gewinnen. Also man stellt sich cool vor, an sich so einen Meistertitel zu holen. Aber dann in dem Moment ist es nur 10-mal geiler, als man wirklich gedacht hat, dass es wirklich ist. Und generell die Playoff an sich, es war echt arg und es war die geilste Saison so in meinem Leben. Ich habe noch nicht so viele Profisaison gespielt, aber so, also bin gespannt, was noch cooler wird als das, weil das war echt schon top, ja. Und was war das 10-mal, was so toll war, die Feier oder das Sportliche dabei? Na, so das einfach, da gibt's so, du kannst machen, was du willst, schlussendlich, wenn du gewonnen hast. So, du machst, wir haben einen Partymarathon gehabt, 4-5 Tage und so, und du sonst denkst du so, stürzt sich gerade richtig ab oder, aber dann sagst du, ich bin gerade Meister geworden. Und dann gibt's einfach nochmal einen Tag Gas und einfach so wie die Fans und auch Familie, von jedem ist die Familie so zur Meisterfeier kommen, hast mit der, mit Fans, Family und Freunden hast so den Titel gefeiert und ja, DJ Ötzi war auch am Start, so. Also, na, das, ja, das ist natürlich die Stimmung. Das war unglaublich. Das hast du mir ja nicht gesagt, ja, dass der DJ Ötzi dabei war. Das ist jetzt nicht mein Musikgeschmack, aber es hat schon pusht. Aber ab einem gewissen Pegel bist du voll dabei, gell, wahrscheinlich, oder? Bei DJ Ötzi, oder? Ist wurscht, was er singt. Ja, wer ist da nicht, oder? Dabei dann irgendwann? Was hat denn der für Song, der DJ? Burger Song, oder? Wie heißt der? Burger? Pommes Friedman. Ich bin da nicht am neuesten Stand, aber. Hey, Baby, Ah, ja, I wanna know. Das ist vielleicht hat einen Chip-Song. Mit dem B-Mark. Aber für dich nichts dabei. Nein, nein, bitte hier. Du bist noch in der Saison. Also so bist du abgegangen. Das heißt, man kann sagen, durchgehend 5 Tage Party gemacht oder was? Vollgas. Ja, manche haben mehr Gas gegeben, manche weniger, aber okay. Ich glaube, das war jetzt eine sehr... Okay. Aber ja, was ja, ich habe schon befürchtet, du willst der Frage jetzt ausweichen mit der Antwort. Manche haben mehr ja Gas gegeben, man muss ja immer weniger nachbohren. Man muss da immer nachbohren. Ja? Dafür stehen wir hier. Nein, aber ich habe. Zack. Also, ja, ich habe schon Gas gegeben. Aber ja, also, ja, so viel Gas habe ich noch nie gegeben, aber jetzt nicht so, dass man denkt, so komisch auf mich. Ich bin nicht so der, wo viel trinkt. Bei mir. Ja, bei mir du isst nur gerne Chips und so. Oder? Ah, ja, auch, aber... Aber du ja, brauchst gar nicht so ins Detail gehen, wir sind ja eh noch eine Sportsendung. Ja, es war also geil. Aber ich finde schon geil, dass du es geil gefunden hast. Mhm. Aber ich habe gehört, dass Eishockeyspieler grundsätzlich so ganz eigene Persönlichkeit, jeder ist eine eigene Persönlichkeit, logisch, aber Eishockeyspieler, die sind ganz speziell. Okay. Die sind so ganz speziell. Ich möchte mich jetzt nicht näher dazu äußern, aber was könnte das bedeuten? Boah, ich weißt du, was ich meine? Oder richtig so? Gute Frage. Ich habe das Gefühl, das könnten Fußballer gesagt haben. So. Wirklich? Wirklich, das sind Aussagen. So ja, das stimmt, das kann ja sein, ja. Das kann sein, In der Akademie? Ja, da. Was sagen die über die Eishockeyspieler? Ständiges Battle so zwischen Fußball und Eishockey. Das ist kein Geheimnis, dass im Fußball mehr Geld ist und so. Sie sagen so, er verdient nichts und ihr stinkt und wir mauen sie halt anders an. Das will ich jetzt da nicht so. Also ein extrem hohes Niveau bei diesen Diskussionen. Hey, was macht man mit 15 so? Ja, da geht's sich so an. Ihr seid da mit den Fußballern auch in derselben Akademie jetzt. Ja, so in Salzburg. Also im Salzburg. Ja, in der Akademie ist so, es gibt so 2 Stockwerke und es ist beides gemischt. Mhm. So zum, fast so Fußballzimmer, Eishockeyzimmer. Und du gehst auch zusammen in die Klasse und so und da wird schon, gibt's schon mal Beef, ja. Und gibt's da auch den ein oder anderen Namen, den wir im Fußball heute kennen könnten? Ja, gibt's auf jeden Fall. Gerade so, also Affengruber war bei mir in der Klasse. Ja. Alexander Prass war bei mir in der Klasse. Es war nur Seiwald, also, der war eh letzte Woche da, war auch bei mir in der Klasse. Ja. Also top Leute eigentlich, ja. Ja. Die waren alle bei dir in der Klasse. Ja. Und das war da auch schon. Ja, aber ist Ali Herr Rossi, Franzoso Wastl auf Twitch. Bezogen auf den Kollegen in Amerika. Ja. Bist du mit dem auch irgendwo zusammen mal Schule gegangen oder kennst du ihn? Also wir haben zusammen gespielt, also im Nachwuchs noch und im Nationalteam, weil wir der gleiche Jahrgang sind. Also wenn er mal zum Nationalteam kommt, dann spielen wir meistens zusammen. Ja. Aber wenn du das Thema Geld ansprichst, finde ich es ganz spannend, weil in Österreich redet man nicht gerne über das Geld. In Amerika ist es, glaube ich, anders. Ja. Da redet jeder, sagt jeder, was er verdient und so. Aber was verdient man? Das ist eine coole Frage jetzt. Nee, ist wichtig, dass man das einmal raus hat, weil wir sind ja eine besondere Sendung, wir haben Sachen raus, die keiner anspricht. Ja. Was verdient man Bruttogehalt? Na, sagt man Brutto, ja. Bruttogehalt eines Spielers deiner Kategorie?
Das kann ich nicht sagen. Kannst nicht sagen. Na. Ja, aber du kannst zumindest sagen, ob man davon leben kann oder nicht. Ja, kann man davon leben. Und mit was kann ich es vergleichen? Mit wem? Mit einem, mit was? Warum kannst du es nicht sagen? Wir sind vertraglich, gebunden. Also nein, steht immer schweigepflichtig. War gute Antwort. Es steht im Vertrag drin, dass man sowas nicht spricht. Aber das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. Überleg dir deine Fragen zuvor. Ja, warte kurz, aber ist das so bei den Fußballern, ist das wirklich so, dass es, wenn es um Kohle geht und so, dass man sich da, so disst? Ja, also... Ich weiß nicht, wie so es offensiv? Fußball zwischen Fußballer nein, ist. Zum Beispiel jetzt in der Akademie zwischen Fußball und Aussage, weil du gesagt hast, da tut man sich immer sich gegenseitig so. Und da sagt man so, ja, du verdienst du. Aber in der Akademie verdient man wahrscheinlich. Doch schon, also es kommt darauf an, wie alt man ist. Die Hochhäuser noch nicht, aber ja, so wenn es, also Leute, die mir ein bisschen ausverstanden machen, das nicht, wo ein bisschen normal sind, aber so die. Möchtest du irgendeinen Namen nennen oder? Nein, Namen nenne ich keine, aber es gibt auf jeden Fall welche, wo halt so. Was gibt's Videos oder was? Ja, die so. Es gibt welche, die so gegen die schießen und sagen so, ja, was verdient eigentlich ein Eishockey-Spieler? Weil die wissen. Ach so, das aber es ist nur Spaß, oder? Ja, fast, ja. Die machen das im Spaß und du was? Fragst diese Frage. Das, ist doch, das sind doch die spannendsten Ernst. Fragen, weil es ist natürlich so, dass du bei gewissen Sportarten. Ja, es gibt auch viele coole Nischensportarten, wo man total viel leistet, aber wenig bezahlt bekommt. Ja. Ne? Und da gibt es auch, keine Ahnung, es gibt Sportarten, wo man nebenbei noch was arbeiten muss sogar, wo man Profi ist und so. Ja? Und das ist ja, deswegen ist es ja total spannend, was man, ob man da einfach normal leben kann. Ja? Oder eine andere Frage, wenn du die Matura gemacht hättest und studiert hättest, ja, und jetzt fertig wärst mit 22, würdest du mehr verdienen, als wenn du Eishockeyspieler wärst? Also in meiner Position nicht. Ja, aber das aber ich weiß nicht mal, wie viel so ein Mensch verdient. Was heißt so ein Mensch? Na, also was der studiert eine Matura wie wir. Also einer, ich weiß es nicht. Nein, eine Matura hat man mit 22, muss man schon länger Matura, ja, mit 18 schon, so. Ja. Na, fertig studiert mit 22, Anwaltkonzipient. Ja, das weiß woher soll Kilian jetzt wissen, was ein Anwaltkonzipient? 1500 verdient er. Na, das... Weiß ich. Echt? Ja, ich habe mich selber schon mal beworben als Anwaltkonzipient. Ich würde dich sofort nehmen. Aber ich möchte das Thema wechseln. Ich glaube, Kilian ist nicht da, um deine Gehaltsbedürfnisse Weise. Ich wollte nur ungefähr einen Vergleich wissen. Ja? Nein, aber jetzt, wir wissen es. Aber du kannst, alles funktioniert alles, gut davon leben, alles, ja. Alles cool? Ja, ist ja. Okay, du musst nicht nebenbei was arbeiten. Nein. Aber Stress musst du nicht machen. Ich glaube, so in der höchsten Profiliga Österreich und Schweiz sicher niemand. Okay. Aber es gibt schon. Gerade in der zweiten Liga in Österreich, ja. Das ist eigentlich auch eine Profiliga, ja. Aber da gibt es viele Teams, auch gerade, es gibt ja auch so Südtiroler Mannschaften, da arbeiten die und spielen. Das gibt es auch, okay, das ist das richtig hart. Das dann schon auch so im Spiel, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, wo auch viele arbeiten, das ist ganz andere Partie, als wenn du gegen quasi wirklich Profi-Mannschaft spielst. Da merkt man einen Unterschied einfach, ja, gell? Schon. Okay. Ja. Jetzt bist du ja bei HC Ambri Piotta unter Vertrag in der Schweiz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Perfekt. Ist es das richtige Legionärsleben, so wie man sich das auch vorstellen kann? Oder dann doch nicht, weil es eben zu deiner Heimat in Vorarlberg dann doch nicht so viel Unterschied ist vielleicht auch? Es ist sicher anders, wenn man jetzt als Finne oder Amerikaner oder so in die Schweiz kommt als Legionär. Und für mich ist es jetzt nicht viel. Die einzige Umstellung, die war die Sprache. Aber sonst ist es eigentlich für mich, ich bin auch kein Legionär, weil ich habe die Schweizer Lizenz quasi. Mhm. Also zähle ich als Schweizer Eishockeyspieler. Und für mich ist es wirklich, also wie Schweizer bin quasi. Ja. Also wie wenn du Schweizer wärst. Ja. Und warum hast du die Schweizer Lizenz? Weil ich... Meine erste Anmeldung war in der Schweiz, weil Dornbirn, wo ich angefangen habe, hat da Kooperation mit einem Schweizer Club gehabt und deswegen war die erste Anmeldung in der Schweiz und daher habe ich die Lizenz. Eine kurze Frage von Kurt, der schreibt, wo ist Bonus? Kurt? Bonus ist im Glückstopf. Danke, bitte. Wir müssen ein bisschen auf unsere Community eingehen. Aber wir haben auch eine Frage an dich. Und zwar steht hier, also wie bei Färöer im Fußball, das ist schon die zweite Liga wahrscheinlich gemeint, dann haben wir noch eine Frage, und zwar... Wir haben viele Fragen. Mit wie vielen Jahren muss man mit Eishockey anfangen? Ist auch eine spannende Frage. Du hast ja mit 8 Jahren angefangen, aber kann man das so allgemein sagen? Also, wenn man gut Eislaufen kann, kann man später auch anfangen, oder? Ja, allgemein sagen ist schwer. Also, ich habe eben mit 8 angefangen, aber eigentlich fast alle von meinen Kollegen haben mit 4, 5 schon die ersten
Kindertraining ist und so gemacht. Okay. Aber ich war davor einfach faul oder habe nicht das Richtige gefunden. Also ich habe bis ich 8 war wirklich nichts gemacht, außer halt so draußen gespielt und sowas. Aber nichts gemacht, außer ein bisschen draußen gespielt. Ja. Also ich habe bis 8 nichts gemacht. Also, ja. Nach einem, aber warst du nicht mal Eislaufen? Doch, aber das habe ich mit so 6,5, würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, aber so 6,5 bin ich Eislaufen gegangen und das habe ich gut können. Aber dann mit der Ausrüstung und so, ist wieder ganz was anderes gewesen. Gerade als Kind, ja. Was geil. Ja, der Anfang war nicht so geil, aber dann, wenn man es kann, ist schon cool, ja. Was ist es nicht für die, wir haben kurz draußen drüber geredet, diese Eishockeyspieler, diese Ausrüstung, das ist ja unfassbar, ja, was man da alles mitschleppen muss. Und da muss man echt sagen, Respekt an die Eltern, die sowas unterstützen. Ja. Weil das ist ja wirklich, du brauchst ja eine Tasche, du brauchst da ein kleines Minihaus, ein Minihaus rein. Ja. So schwer und aufwendig ist das, oder? Ja, also es ist schon, gerade wenn man Goalie ist. Wenn man Goalie ist, dann brauchst du ein großes Auto, dass du eben zum Training fahren kannst und so. Als Spieler geht's mittlerweile. Aber es ist auf jeden Fall, wenn du es mit dem Fußball vergleichst, 20-fache an Zeug, denke ich jetzt mal. Wirklich? Ja. Du musst doch mehr investieren wahrscheinlich, gell? Ja, ist schon teuer. Ich weiß, ja, ist schon teuer. Also, wenn Top-Modelle immer nimmst und sowas, dann bist du sicher über 1.000 Euro. Alleine Schlittschuhe kosten 1.250 Euro. Jetzt reden wir schon wieder über das Geld. Ja, das nervt mich so dermaßen. Aber ich habe eine Bitte, Frage, die dir sicher extrem gefällt, Chris. Das weiß ich. Stell einmal. Ich kenne dich schon lange genug. Wen? Dich? Also, Stichwort, ja, nicht zu lange, das habe ich nicht gesagt. Lange genug. Sei kleines Kompliment an dich. Danke. Wir haben ja über die Akademie gesprochen. Ja. Geht es ohne Akademie heute auch noch, dass man Profi wird, so wie du? Oder ist das quasi wie im Fußball, dass es nur die extremen Ausnahmen sind? Es geht auf jeden Fall noch, weil in Vorarlberg gibt es auch nicht sowas wie Akademie, aber es gibt trotzdem Leute, die von Vorarlberg dann zu Top-Clubs gehen und so. Aber mit Akademie, da hast du, glaube ich, ganz andere Basis und da wird auch ganz anders gearbeitet und so, als wenn du jetzt bei einem eher kleineren Verein bist und so. Und deswegen glaube ich, Akademie ist immer was Gutes, wenn du weißt, du willst auf jeden Fall Profi werden. Darf ich kurz einmal einhaken? Bitte, Hacke. Und zwar ganz kurz, wenn ihr sagt, der Cedric verarscht mich schon wieder, gell? Cedric, hör auf. Wo ist er? Wir müssen einen Aufruf starten. Ja. Zu mir, Cedric. Wir starten einen Aufruf. Und zwar, wenn ihr bis jetzt sagt, liebe Community, das ist so eine geile Show, ja? Also Wahnsinnsgäste und Wahnsinnspublikum, was man nicht sieht und nicht hört, aber trotzdem ist da. Wirklich, ist da das Publikum, ja. Und wer uns auch noch einigermaßen erträgt zumindest. Der darf uns auch hören. Und zwar überall. Wir sind vertreten auf der ganzen Welt. Und hier. Bei Google, Musik und dieser. Und, ja. Wie heißt das? Das ist nicht Eurosport. Nein, was ist das in der Mitte nochmal? Das ist Google Podcast. Google Podcast und Spotify. 24 Stunden am Tag könnt ihr uns hören. Jeden Tag, wenn ihr sagt, okay, ich habe es verpasst leider, oder das war eine wichtige Stelle. Ich habe Informationen, hier erfährt man, wer ist der Maulwurf bei Bayern München. Ja? Hier erfährt man, was so ein Schläger kostet, was der Spieler verdient. Hier kriegen Sie Informationen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes junge Publikum da draußen, liebe TikToker, Tiki-Tik-Stocks. Diese kriegen Sie nirgendwo. War das ein schöner Satz, finde ich, ja? Es war ein wunderbarer Teaser, also. Ist das richtig? Ja, ist und wichtig ist, ich weiß jetzt, warum Paul Scharner heute wiederkommen wollte ursprünglich. Weil Paul Scharner ein Dauergast ist bei uns, aber heute leider nicht da, ja? Wieder mal nicht da, aber vielleicht kommt er wieder. Sag. Er ist da. Er steht wahrscheinlich vor. Er darf nicht rein. Wir haben ihn nicht reinlassen, den Paul Scharner. Wir haben es ihm aber gesagt gehabt letzte Wahnsinn, Woche. Ja, ich weiß, Aber wir haben auch, wir reden gerade über Fußball. So, ihr lacht schon. Da kommen wir. Paul Scharner sagt da was. Nein. Komm, sag hör auf. Ich kann das gleich sagen. Sag's gleich. Fußball und ich, also. Ist gar nichts? Nix. Andere Sportarten. Nur Eishockey? Ja, Eishockey. Aber ich habe ein Foto gefunden, wo du surfst. Was? Ja, surfen ist. Wir haben's hier, schau. Surfen tust du auch? Ja, können wir ganz schön anschauen, aber. Okay, das ist jetzt nur. Schaut gut aus. Gesurft bin ich nicht. Das war nur für Instagram. Ich hab's probiert. Das sind diese Gestalten. Aber ich bin nicht einmal rausgekommen durch die Wellen. Ich hab so ein Board ausgeliehen und dann sagt der beim Boardshop so, was brauchst du für eine Größe? Und ich so, keine Ahnung, mach das zum ersten Mal. Und er so, heute ist nicht der beste Tag zum Starten, die Wellen sind hoch. Und ich so, ja, ich will es mal probieren, ich kann gut schwimmen, also ich werde schon nicht sterben. Und dann
habe ich probiert, wollte unter der Welle durch, Welle mir ins Gesicht, hat mich immer wieder rausgespült, aber das Foto ist gut geworden. Und hast du schon aufgegeben? Na, aufgeben, ich habe echt lange durchgezogen, echt? Aber irgendwann, also auf dem Board gestanden bin ich nicht. Hast du keinen Bock mehr gehabt? Nein, keine Kraft. Keine Kraft mehr, du Armer. Ja. Ist ein paar Chips, das ist das Nein, das habe ich schon ein paar gestern. Ja, wirklich, magst du was anderes haben? Na, danke. Sicher nicht. Ja. Okay. Komplimente vielleicht aus der Community. Voraus. Harald schreibt, wirklich ein wahnsinnig sympathischer Gast. Danke. Ja. Können wir unterschreiben, oder? Das kann ich unterschreiben. Und was haben wir da noch? Haben wir noch? Was wiegt denn die Ausrüstung? Beim pass auf, was steht da? Beim ECKC U14 700 Euro. Da geht es um den Mitgliedsbeitrag vom Verein. Das ist wieder die Geldfrage. Entschuldigung. Geld, immer das 700, Geld. Nein, es geht immer ums Geld. Das war nur die Mitgliedsbeitrag. Andere Frage von Kevin. Ja. Steht bald Team Österreich am Plan? Ja, genau. Also ab Montag beginnt die WM-Vorbereitung. Ja. Und ja, da haben wir ein paar Camps immer woanders und das startet am Montag, ja. Und wo? In Villach startet es, ja. In Villach? Ja. Und du bist Defense, gell? Genau, ja. Das heißt, du rammst die, hast du wie im Football die Aufgabe, einfach die wegzurammen, oder? Nein, also... Konkretisier einmal die Aufgabe von dir. Defense, ja, du schaust, dass kein Tor passiert und gibst den Stürmer gute Pässe, dass sie Tore schießen können. Ah, du machst die Spieleröffnung oder was von hinten? So wie im Fußball. du machst so, wie nennt man es im Fußball, auslösen oder so, keine Ahnung, aber... Ja, du machst. Im Fußball gibt es so viele neue Begriffe, du kannst irgendwas Neues raus. Aber nur nicht Schienenspieler, Joker. Kennst du den Joker? Das ist Julian Nagelsmann, Joker, links und rechts. Das ist der linke bzw. rechte Verteidiger, auch Schienenspieler genannt. Okay. Das ist aber der Joker bei Bayern. Ja. Aber es gibt auch einen anderen Joker, der kommt einfach kurz rein, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Okay. Aber ich wollte dich jetzt nicht überfordern. Nein, alles Entschuldigung. Kopfglück. Kommen wir zurück zu dir. Ja. Genau, Verteidigung. Du musst das Spiel, du musst den Puck in die Mitte schießen, links, rechts, damit der Stürmer dann... Ja, also du weißt ungefähr, wo deine Stürmer sind und die bieten sich an und passt halt dem, der offen ist, gehst dann auch mit nach vor und ja, schaust einfach, dass der Goalie nichts zum Tun hat am besten. Okay. Ja. Gibt's Trash-Talk auch? Ja, schon. Echt? Ja. Was haut ihr da raus? Ja, also, ich mach das so face-to-face, Ja, gibt's schon, so, aber ich mach das nicht. Du machst gar nicht. Julian ist ein sympathischer Eishockeyspieler. Ja, aber das sind ich glaube, ich bin zu sympathisch sogar fürs Eishockey. So, ich bin zu nett am Eis. Aber es hast du das auch von deinen Trainern schon gehört, oder wie? Ja, ist auch schon mal gefallen, aber... Ist ein Kritikpunkt? Ja, ich muss ein bisschen harser sein, ein bisschen aggressiver und so. Also ein bisschen harser und dann NHL? Ja, nein, mit Haas kommst du nicht in die NHL. Aber ja, nein. Aber es gibt ja Leute, die sind ja zum Beispiel privat oder so einfach ganz ruhig. Und dann am Feld sind die einfach, zerstören die alles. Ja. Und du bist einfach überall ruhig. Du bist einfach der ruhige Defense-Player. Oder was? Ja, würde ich schon sagen, aber das ist auch, glaube ich, eine Stärke von mir, dass ich werde nicht hektisch und so im Spiel, sondern ich bin immer ruhig und kriege keine Panik. Und es gibt ja auch Spieler, die sollten eher ruhig. Angerufen oder was? Nein. Ja, die sollten ruhiger sein und so, aber ich bin immer gechillt und. Wenn ein Trainer so einen Spielertyp braucht, dann nimmt er mir und dann passt. So einen chilligen Typen, der sich gemütlich draußen nach Hause spielt. Ja, was haben wir heute für Döder? Zwei Stunden. Ich bin nur mal dumm halt, ne? Ja, also, ja, so dreht sich dann fünfmal im Kreis mit dem Bug und dann immer spielst du im Aus, oder was? Ja, so in der Art, ja. Wirklich? Nein, aber. Sehr geil. Ja, smooth, würde ich sagen. Smooth? Ja. Okay. Und wenn du jetzt so im Spiel so smooth und ruhig bist, bist du dann privat der komplett aus sich herausgeht. So, nein, im engen Kreis schon. Wirklich. Das heißt, wir sind noch nicht im engen Kreis. Doch, nein, doch, da bin ich jetzt schon. Da bist du schon wohl, normal. Bist du normalerweise viel fühlst dich wohl. Ja, ja. Sehr gut, das freut uns sehr. Wir haben auch viel dafür getan, muss man sagen. Ja. Diese Chips sind ja nicht Wasser. Jeder Gast, muss man sagen. Und wir haben auch Hundefotos mitgebracht, zum Beispiel mit dir, Kilian. Hundefotos? Das macht dich noch so sympathischer. Du bist ja eh schon so ein knuddeliger, lieber Typ. Voll, voll. Und da schmelzen die Frauen nur so dahin, hinten unsere Damen. Die, oh Gott, das ist ein süßes Wau-Wau-Hundchen. Und dann der Typ, der ist auch so schnucklig. Oh Gott, ist das ein... Oh. Scheint dir auch zu gefallen. Nein, ich weiß ja auch zum Beispiel, ich kenne Leute, die schauen auch so aus wie du, also so sympathisch, leibern und so. Und keine Ahnung was. Und die tun sich absichtlich Hunde zulegen, weil dann kriegen sie ja noch mehr Follower, weil die Hunde sind ja so ein Magnetpunkt für total viele Leute. Und kommt dir total gut an auch, ja?
Ich möchte das jetzt nicht vorwerfen, weil du liebst ja sicher deinen Hund. Ja. Also es ist du hast es ja nicht aus populäre, also weil du populärer werden liebst einfach wahrscheinlich Hunde. Ja, ja. Bist wahrscheinlich als kleines Kind mit Hunden aufgewachsen, oder? Eigentlich schon, aber es ist gar nicht mein Hund. Es ist nicht einmal dein Hund. Nur fürs Foto, der macht alles nur für Instagram. Surfen. Was ist das für ein Fake? Fotos mit Hund, nicht sein Hund. Fake Surfen? Ich glaube, der steht auch nur für die Instagram-Fotos am Eishockeyplatz. Na. Also, der Hund ist von einem Mitspieler von Salzburg, also Ex-Mitspieler, super Kumpel. Aber man muss sagen, ich poste mehr auf meinem Instagram mit seinem Hund als er selber. Aber das ist einfach, weil ich aktiver bin und ich liebe den Hund über alles. Also. Und der Hund hat auch eine eigene Instagram-Seite. Ja, hat er sogar. Na, bist du wahnsinnig, wo kommen wir da hin so langsam her? Also, wenn der mehr Follower hat als wir, dann sind wir so suchen. Ja, auf TikTok gehen wir ja jetzt durch. Chris on Fire steht da. Die Luna heißt der Hund. Genau, ja. Liebt den Kilian. Das hast du die Informationen, oder was? Dass die Luna heißt? Ja. Ah, nein, der schreibt mir die durch. Die Luna liebt den Kilian. Und der Harald ist der Luna-Besitzer. Nein. Ist nichts? Nein, ist nichts. Das ist alles ein verwirrtes, das hier alles. Verwirrtes Netz, ja. Das ist alles, du bist ein chilliger Defense-Spieler, der eigentlich ein Surfbrett in der Hand hat, aber gar nicht surft. Ja. Und ein Hund, der gar nicht dir gehört. Ja. Und so, du spielst aber wirklich Eishockey, oder? Ja, ja. Okay, wollte nur wissen jetzt. Ja. Okay, nein, zumindest haben wir das. Hast du auch Ziele oder ist das auch alles? Ist das? Nein, ich habe auf jeden Fall Ziele. Ziele, ja. Ja, dann sag einmal. Ja, Eishockey oder privat? Eishockey. Nein, Eishockey wäre schon wichtiger. Also privat kannst du auch. Nein, fünf Kinder da oder kann was? Da kann man schon. Okay, mit 22, wie viele Kinder willst du haben? Also, ja? Nein, Eishockey. So Kurzzeit ist jetzt auf jeden Fall mein Ziel, da Kader schaffen für die WM. Ja. Und dann mein Ziel wieder super WM spielen und ja, gute nächste Saison haben. Viel, viel weiter plane ich nicht, weil ich fokussiere mich jetzt mal auf das, was jetzt kommt. Und die WM im Eishockey ja öfters als im Fußball. Ja, jedes Jahr. Ich muss sagen, wenn ich dein Trainer wäre, wenn ich dich kennenlernen würde, so wie du jetzt bist, ja, dann würde ich mir auch denken, der braucht ein bisschen Feuer. Der ist mir zu gechillt einfach, ja. Der ist mir einfach, der braucht ein bisschen mehr, der muss ich ein bisschen mehr anheizen, ja. Der muss ich ein bisschen mehr anheizen. Aber es braucht ja auch, die Ruhepole, oder? Es braucht ja auch in der Mannschaft Leute, die ruhig sind. Auch, ja. Die anderen ja, genau. Also das heißt, in einer schwierigen Situation bist du dann der Ruhepol. Ich bin ruhig. Ja, ich bin ruhig. Man kann dich ja nicht provozieren, ein bisschen so. Schwer. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel den Puck unabsichtlich auf die Füße schmeiße, ja, du hast ja gar keinen Puck da. Ja, aber wenn jetzt, wärst du dann sehr böse? Oder wenn ich dir sage, du schaust doch so aus, und ich kann man nicht einmal beleidigen. Also, du bist einfach zu nett. Und das ist ein Kompliment auch an unser Gästemanagement, die so tolle Gäste. Ja, Wahnsinn, das muss ich echt sagen. Da kann man nichts sagen gegen dich. Ich würde dich total gern dissen, ja. Aber es fällt mir nichts ein. Ich wüsste es auch nicht, wenn ihr da was aufregen könnt, würde ihr was aufregen. Es geht nicht. Du bist einfach so wie die Schweiz. Neutral. Neutral. Das ist einfach kein, ich finde keinen Angriffspunkt. Normalerweise wir haben immer Gäste hier und wir pöbeln die meistens an, also Vollgas, ja. Also normal geht wir. Das. Also nein, ich, gell. Aber bei dir fällt uns gar nichts. Also nein, ich meine ich, gell. Du? Na, du auch manchmal. Nein, der ist auch der Ruhepol. Hat Cedric geschrieben. Was schreibt er? Der Ruhepol der Sendung. Der Benni, gell? Ja. Nein, du bist schon erst auch sehr ruhig. Ich bin manchmal sehr aufgeregt. Zum Beispiel, als wir bei Seen Wutscher waren. Genau, und das möchte ich nicht. Ja, habe ich den Dance gesehen. Den Dance habe ich gesehen. Den Dance hast du gesehen bei mir. Möchtest du noch was sehen von Seen Wutscher? Ach so, ja. Weil ich habe gedacht, ob ich jetzt den Dance nachmachen will, aber das auf jeden Fall. Den wollen wir nicht sehen, aber wir hätten noch was mitgebracht. Ja. Möchtest du sehen? Ja. Dann schauen wir es uns an. Schauen wir es uns an. Ja, wo wollen wir beginnen? Ich glaube, ich kann gar nicht. Ja, das sehe ich drunter und drüber. So wie der Franz Franitzky, die sitzt ein bisschen weiter unten auf der Nase. Von John F. Kennedy zu Franz Franitzky. Das ist Andy Wolf. Andy Wolf? Genau, ist er. Wer ist das? Chris Stefan, hallo, wer ist das? Nein, Andy Wolf ist der. Der ist aus Hartberg. Wer ist aus Hartberg? Der Andy Wolf? Genau, einfach einmal googeln. Wie viele Instagram-Follower haben die? Wie viele sind die auf TikTok? Aber die Frauen haben schon auch die extravaganten. Ich glaube, oder täuscht das?
Ist das viel oder ist das wenig? Das ist schon viel. Ein bisschen ja, weniger wie ihr wahrscheinlich, aber da ist oder? Ja, bisschen, da ist ja die ja, aber das kann man... Das aber da kann man ruhig hier drüber herziehen, das nein, ist schön das ist ja, das, die kann man ja kaufen auch heutzutage, das ist nicht so teuer. Der ist komplett frustriert, schon mal. Für mich findet er nichts. Darf ich kurz einmal die Meinung der Dame hören? Ganz bitte seid einmal kurz leise. Wer gewinnt heute den Preis? Wer macht die richtige Beratung? Wer trifft den richtigen Geschmack? Das ist die Frage. Und diese Fragen beantworten wir ab 20.15 Uhr. Da gibt es das was Video zu sehen. Time? Da gibt es die Extended Version, glaube ich. Bist du wahnsinnig? Absolut gechillte Version. 20.15 Uhr unbedingt einschalten. Nichts verpassen und du bleibst auch da. Wir werden dich hier fesseln. Ja, passt. Aber und, ich muss dir, Chris, ein Kompliment ausmachen. Der Gag war super. Welcher? Als Heribert gesagt hat, Andy Wolf und du darauf, Chris Stephan. Okay, ich kriege nicht einmal meine eigenen Gags mit. Aber wer wissen, ich kennst du Andy Wolf? Andy Wolf ist der, der die Briten macht. Ja? Das, das sind eigentlich zwei Personen. Ach so, nein, Entschuldigung, das sind zwei Personen. Der eine heißt Andy und der andere Wolf. Und die nennen sich Andy Wolf. Okay, na. Aber interessiert dich überhaupt gar nicht, merke ich gerade, gell? Wie, also sag mal nichts, ne? Ja. Ich reg doch gar nichts auf. Du bist sehr. Also du bist ein sehr. Dir ist alles wurscht eigentlich. Ich reg mich eher über mich selber auf. Über dich selber? Ja. Was stört dich? Wir helfen dir. Also, sag. Na, also na, komm, jetzt gar nichts. Wir haben draußen aber geredet, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen, du möchtest ein Sixpack haben, du arbeitest gerade dran. Und du hast ja, und deswegen, und bist gerade auf Diät oder was, gell? Nein, aber du würdest ich gerne. Schau drauf. Ich du schaust drauf. Ja. Okay, du möchtest nämlich gleichzeitig ein Sommerbody haben und gleichzeitig aber auch im Eishockey so viel Masse haben, dass du auch dich dagegen stemmen kannst, wenn so ein paar Leute auf dich zukommen. Ja, das wäre optimal. Ja, also gib mein Bestes, dass beides sich so regeln lässt. Ja, ja, finde ich gut, dass du das so einfach so knallhart raushaust. Wenn wir schon von Körpermasse reden und Körpergröße vielleicht auch. Du bist 1,79, hätte es im Eishockey auch Vorteile, wenn man noch größer wäre, so wie im Fußball zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon noch 10 Zentimeter sicher nehmen. Also, okay. Aber man hat ja keinen Kopfball, oder? Eh nicht, aber du hast einen Vorteil, du hast, ja, wie so nennt man es? Reichweite. Ja, ja, und auch in der 1-gegen-1-Situation größer, schwerer, hast gleich mal mehr Chance. Wie schwer bist du? Jetzt aktuell 80 Kilo. Noch 3 Stunden Sportshow und noch 2 Packungen. 80 Kilo, ja, okay. Aber zum Beispiel, wenn ich mal beim Fußball anschaue, es gibt ja viele Leute, das heißt ja nicht, wenn du viel Masse hast, dass du gleichzeitig stärker bist oder so. Weil ich meine, zum Beispiel, den kennst du wieder nicht, den Müller von Bayern München. Doch, kenn ich. Kennst du. Das schaut aus wie ein Kreisligaspieler, muss man sagen. Der Müller wiegt, keine Ahnung, Storchhaxen, kann man sagen. Ja. Da ist kein einziger Muskel, deswegen ist er nie verletzt. Ja. Ja. Und, aber, das ist wirklich so. Ja. Haben die Mitspieler sogar selbst gesagt. Aber trotzdem, der Typ räumt alles nieder und ist so robust und so in sich so stabil, dass er einfach, bei dem macht's nichts, aber 10 Kilo mehr oder weniger, der kann sich gegen jeden Verteidiger durchsetzen. Und bei dir sehe ich das Gleiche. Ja, ich hoffe, dass so ist. Also, na, das war ein Kompliment, gell, das, was danke, du gesagt. Danke. Na, es ist, ja, es gibt auch Situationen, wo ich mit meinen 79 Kilo jemanden umfahren kann, der 15 Kilo mehr hat und so. Aber gerade wenn es stehend ist, dann ist es schwieriger. Also weil, Schlägereien weichst du aus meistens, oder? Ja, komme ich nie in die Situation, weil ich zu gechillt bin. mit dem Schlag muss der, das bringt nichts. Das ist wurscht. Aber ich versuche mit einer Überleitung. Wir könnten schauen, wie wir uns schlagen. 19.52 Uhr ist schon wieder. Weißt du, wir haben ursprünglich vorgehabt, diese Sendung 30 Minuten laufen zu lassen. Das habe ich vorher gehört, ja. Das wird immer länger, wie bei Wetten, das. So ist es. Kennst du die Sendung? Ja, nur dass wir nach wie vor nicht Werbung für Haribo Goldbeeren machen. Noch nicht, aber wo ist Haribo? Wie heißen die von Haribo, die das machen? Die Kinder? Nein, nicht die, die froh machen. Die das herstellen. Die heißen ja nicht Haribo. Oder heißen die auch Haribo? Die Bären heißen doch Haribo. Du weißt es, oder? Nein. Wie? Haribos. Ja, aber wer stellt's her? Haribo. Auch Haribo. Das ist die Marke. Ja, aber das ist aber die Gummi. So, Haribo stellt das her. Hast du das gewusst? Nein. Ja. Wie? Hans Riegel aus Bonn. Aber der stellt die, glaube ich, nicht mehr her. Ah, das ist die Abkürzung für Haribo. Genau, das war mal. Was ist die Abkürzung für CEO, weißt du? Nein. Geschäftsführer, aber. Geschäftsführer? CEO.
CEO. Ja? Consecutive. Na, warte kurz. Consecutive. Schönes Officer. Bildungsfernsehen heute. Na, CEO heißt. Chris stellt immer Fragen, die er selbst nicht beantworten kann. Chief Executive Officer. Ja, aber auch nur, weil es im Chat steht. Nein, das stimmt richtig, doch gar nicht. Klingt richtig. Alter, was? Klingt richtig. Es klingt richtig, ja? Aber es interessiert dich hier nicht wahrscheinlich. Ja, ich wollte schon lange über die Admiral-Bundesliga noch reden, um den Themenwechsel nochmals. Wir hauen noch kurz Fußball raus, ja? Aber deine Tipps sind uns wichtig, weil die meistens die Ahnungslosen haben dann meistens die richtigen Tipps, ja? Das ist nicht, kein, ich wollte dich nicht dissen. Nein, na, das ist völlig richtig, da. Geht ja zurück nach dem erfolgreichen Länderspiel. Was nochmal? Nach den erfolgreichen Länderspielen geht es jetzt zurück in die Admiral-Bundesliga. Ja, schöner Übergang. Hat uns gefallen, die beiden Spiele, Siege. Also Österreich. Aserbaidschan, ja. Und Estland, 4-1, ja. 2-1. Na, ich habe es gesehen. 6 Punkte, ja. Damit lässt sich's leben. Und zwar gegen Estland muss ich echt mal ein Kompliment rausholen. Es war echt, weil wir haben immer, Österreich spielt immer gut, aber verliert. War meistens so. Und diesmal wirklich Kampfgeist. Ab jetzt nicht durch. Mehr. Und hat super funktioniert und ich bin der guter Hoffnung, dass wir bei der Euro dabei sind. Ja. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt unser Expertenwissen unter Beweis stellen. Ace Pink Cactus! Ich muss diese Dame, die schreibt so viel. Ace Pink Cactus. Hallo Ace Pink Cactus. Schön, dass du da bist. Noch nie gehört von ihr. Schön, dass du da bist. Mein Parkschein läuft in 4 Minuten 26. Ace Pink Cactus. Ein neues Mitglied neben Genetic Gremlin. Ein neues Mitglied in unserer großen Community. Lass ein Like da und schenk uns ein Like und teil den Beitrag. Und aktivier die Glocke. Die Glocke. Okay. Bist du aktiv auf Instagram, gell? Ja. Okay, mach einen Aufruf an deine Community, aber schnell. Meine Community? Ja, mach da rein, bitte. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt alle die Sendung geschaut oder schaut sie nach und lasst ein Like bei Admiral Sportshow da auf jeden Fall. Ja. Das war eine einwandfreie Empfehlung. Also das meine Empfehlung ist jetzt, ob der Zeit überzugehen. Also, du hast Angst, dass die uns das abschalten, dass Strom ausgeht. Strom geht ja nur bis 20 Uhr. Dann ist alles aus da. Ja, aber Admiral Bundesliga Sixpack kann man noch. Okay, haben wir rein. Kann man ja gratis mitspielen. Kann man bis zu 1 Million Euro gewinnen. Coole Sache. Entschuldigung, die Ace Pink Cactus schreibt, sie ist nicht neu. Sie war letzte Woche. Ich bin hier jede Woche. Entschuldigung, ist so toll. Aber Entschuldigung, dass ich dich bis jetzt übersehen habe, meine Liebe. Bleib bei uns, ja. Und nächste Woche wieder da sein. Wieder immer da sein. Donnerstag, jeder. 19 Ace Uhr. Pink Cactus. Wir beobachten das. Auch Philipp Ebner. Entschuldigung, hau raus. Du bist jetzt mit dem, mach weiter. Ja, Harzberg, Austria-Lustenau. Es geht rein in die Meistergruppe, um jetzt einen heftigen Cut zu vollführen. Komm, gib Gas, ja. Ja, jetzt lasse ich mich von dir auch nicht. Also, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich habe immer Angst gehabt, dass du Angst zu überziehst. Okay, dann mach. Ist ja dein Parkschein. Oder bist du wieder mit den Öffis da? Das kannst du ja auch sagen. Das ist so. Anderes Thema. Hartberg, Austria-Lustenau, die Meistergruppe und die Quali-Gruppe geht also los. Quali-Gruppe jetzt schon am Freitag das erste Spiel, sprich morgen der 10. gegen den 8. 4 Punkte, Austria-Lustenau vor Hartberg. Dein Tipp, Kilian. Ich helfe jetzt einfach mal zu meinen Vorarlbergern und sage, Austria-Lustenau macht es. Mit wie viel? Ich muss Ergebnis sagen. Natürlich. Ich sage jetzt einfach mal 2-1. Alles klar, dann geht's weiter mit einem zweiten Club aus dem Ländle. Ja, Alter, ja, gerne. Gegen die WSG. Erstes Spiel von Klaus Schmidt als. Oh je, Entschuldigung, was ich kurz auf. Hat nicht ganz glücklich. Oh je, warte kurz. Hat jemand ein Tuch da? Wir haben da Elektronik! Bitte, schnell, Cedric! Geht sich aus, komm ohne vor. Also geht es aus? Okay, da war nur Fehlalarm. Kannst du bitte unserem Gast zuhören? Tut mir leid, aber ich wollte nicht, dass du mit der Elektronik sagst. Erstes Spiel von Klaus Schmidt, wieder als Alltag-Trainer gegen die WSG. Wie sind die Standings in der Tabelle? Letzter gegen Erster der Quali-Gruppe, 6 Punkte dazwischen. Ja. Alltag-Quote 1 zu 2,75, WSG 1 zu 2,5. WSG macht's. Mit? 2-0. Aber das spricht nicht für die Vorarlberger. Ja, er muss jetzt... Darf nicht immer zu einem Vorarlberger halten. WRC gegen die SV Ried. Nur ein Punkt zwischen den beiden. Die letzten 4 in der Quali-Gruppe trennen überhaupt nur 2 Punkte. Ja, SV Ried macht's mit 2-1. 2-1. Wir glauben dir. Austria Wien gegen den LASK. Das dann am Sonntag, 14:30. Wie sind da die Standings? Das ist jetzt bereits super. Meistergruppe. Super. Austria super, LASK super, LASK
Die Austria könnte mit Sieg aufschließen, ja, punktemäßig zum drittplatzierten, ja, LASK. Und der LASK ist seit 7 Auswärtsspielen bei der Wiener Austria ungeschlagen. War noch nie länger der Fall. Ich glaube, Austria will unbedingt aufschließen, deswegen gewinnen sie das Spiel. Mit? 1-0. Dann Austria Klagenfurt gegen FC Red Bull Salzburg. Quote auf die Klagenfurter 1:6,8. Der letzte gegen den ersten der Meistergruppe. Und Salzburg schon 10 Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Schwierig. Na, Spaß. Na, ja, Red Bullen macht das. Das weißt du hundertprozentig. Da brauchst du keine Zahlen. Ich brauche wieder konkrete Zahlen. Konkrete Zahlen, bitte. Das wird ein 3-0-Schuss. 3-0. Und dann? No front, ja, in Klagenfurt. Du hast Angst und Respekt. Ja, ich muss aufpassen. Wenn es darum geht, Klagenfurt zu tippen, da könnte ja was gewesen sein. Aber es ist gut, weil wir haben es eh vorbesprochen, es könnte viral gehen, wenn du was Falsches sagst. Deswegen, ja, sag was Falsches, bitte. 1-0 Klagenfurt, sagt Kevin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag was Falsches. Nein, sag, ist einfach Bauchgefühl das Wichtigste. Was ich jetzt sagen soll? Ja, ja, bitte. Ja, aber zu was? Sturm gegen Rapid. Sturm Rapid, ja. Großer Schlager, Abschluss der Runde am Sonntag um 17 Uhr. Boah, Rapid gibt alles, macht Vollschuss. Ja, das wird da harte Nacht für den Sturm, deswegen 2-0 für Rapid. Sturm seit 8 Spielen ungeschlagen gegen Rapid. Ja. Noch nie länger. Beide Saisonduelle gewonnen. Ich glaube jetzt einfach an den Underdog für das Spiel und sage, Rapid macht's einfach. Das könnte auch viral gehen. Ich glaube an den Underdog, ich glaube an Rapid. Ja, let's go. White flag. Übrigens, kennst du Ketos von Austria Klagenfurt? Bitte wen? Der hat auch noch was Schönes getwittert. Legionär hat getwittert, als Klagenfurter kriegt man schon eine gelbe Karte, sobald man auf dem Platz steht. Ich glaube, hat angespielt auf das 2:4 bei der Lustenauer Austria. Mhm. Sagt dir das jetzt irgendwas? Mhm. Löst das was aus in dir? Emotionen. So wie Bayern gegen Dortmund am Samstag 18:30. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das war so geil. Das ist richtig geil. Das war so geil. Das wird richtig spannend. Das wird wirklich gut. Ich glaube, das wird weiß ich nicht, aber ich bin gespannt, wie das ausgeht. Also, es ist echt auf beiden Seiten Fragezeichen. Also, es ist eine tolle Vorhersage. Ja, aber es ist so. Dortmund ist nicht 100% aufgestellt. Bayern ist auch nicht 100% aufgestellt. Musiala weiß man nicht, ob er spielt. Die Konstellation ist spannend. Ja. Kimmich ist nicht gut aufgelegt. Aber wir gut aufgelegt sind wir. Wir sind gut aufgelegt. Das war die letzte Überleitung zu unserem Spiel mit dem wunderbaren Namen. Das einfach live an der Sportshow gehen mit unseren tollen Gästen, die zum Schluss nochmal alles geben müssen, um dann in einer Tabelle zu landen. Bist du wahnsinnig? Wir haben noch so viel in der Sendung. 20 Uhr, okay, das ist das einfach live an der Spiel mit 20 Sekunden dauert es. Ne? Du hast 20 Sekunden Zeit, um deinen Besuch hier bei uns Revue passieren zu lassen. Okay. Kannst alle Wörter raushauen, die du mit deinen Besuch in der Admiral-Sportshow in Verbindung bringst. Ja. Soll ich Vollgas geben? Vollgas. Jetzt am Schluss nochmals Vollgas. Das wäre nicht authentisch. Egal, aber sobald du bist, sagst du uns, weil wir haben da auch so schön Timer eingerichtet. Okay, okay. Und dann, wenn du es bist, legst also du los. Also einfach die ganze Experience. Genau. Passt. Ganze Experience in 3, 2, 1, geht. Also, kulinarisch top, hydrierend, es war amüsant mit den beiden. Fußballtechnisch meiner Seite nicht so stabil, aber ich komme gerne wieder. Es hat Spaß gemacht und ja, jeder muss einschalten das nächste Mal. Es war cool. Ja, cool. Ach, hätte ich auch gezählt. Jeder muss einschalten das nächste Mal. Es sind ja keine 3 Punkte. Na, 8 waren es auf jeden Fall. Ja, 8 waren es auf jeden Fall. Aber die Art, die war so sympathisch. Ich bin dafür, wir geben noch einen dazu. Schau, du machst mit deiner Sympathie wieder. Wenn du den Hund noch dabei gehabt hättest, hätten wir die 11 Punkte gegeben. Wir geben für den Hund einen 9. dazu und du kannst das dann noch verewigen. Wir haben noch Platz. Da unten oder was? Ja, auf der Rückseite geht's nicht. Und das Spiel, das Gewinnspiel können wir schon beenden in der Zwischenzeit. Wir können das Spiel... Warte kurz. Wie viele Punkte? 8? 9 haben wir gesagt. Aufgrund des Hunds. Das Spiel hat ja wirklich mit. Da gibt es kein Notar da oder sowas. Könnt ihr das richtig überprüfen? Das gibt es nicht, ne? Aber den werden wir uns irgendwann noch leisten, ne? Ja. Den Notar. Okay. Wir leisten uns das. Die Auflösung des Spiels jetzt. Ja, 50 Euro. Wird umgerührt. Es gibt ja 2 Gewinner heute. Genau. Es gibt 50 Euro. Das lassen wir noch signieren von dir, bitte. Wir haben Stift mitgebracht. Da bitte hau drauf. Aber haben weißen Schuss. Ja, weil der geht wieder runter, glaube ich. Glaubst du? Schwarz aber am Griff. Schwarz am Schwarz. Geht doch nicht. Na, da geht gar nicht. Das ist gar nicht. Das machen wir so.
Ihr könnt den Silber rein, aber dann ist nicht da, groß. Mach in Weiß. Soll da was. Einfach. Ja, mach. Weiß, ja, perfekt. Ja, Weiß ist gut, ja. Gewinner der 50 Euro Wettguthaben steht fest. Chris, du kannst das zelebrieren. Danke vielmals für diese tolle Überleitung und für diese Verantwortung, die ich hier habe. Deswegen warte ich jetzt, bis der Gewinner... Er steht schon fest. Nein, bei mir steht gar nichts. Weil du nicht aktualisierst. Ja, jetzt sehe ich. Also, Ladies and Gentlemen, wir dürfen ganz herzlich gratulieren dem Gewinner des 50 Euro Wettgutscheins. Und zwar ist es... Julian. Ist es Julian? Es ist Julian. Das war nicht ganz erkenntlich, aber es ist tatsächlich... Du hast die Brille aber noch oben. Es ist Julian. Und dann schauen wir noch... Wer ist Julian? Der war heute mit dem habe ich heute gar nicht geredet. Und mega nice, lohnt sich dabei zu sein. Kann man nur unterschreiben. Und unterschrieben worden ist auch der Schläger. Das war jetzt eine gute Überleitung. Das war gut, die ja. war eine, auf die ich jetzt selbst stolz bin. Und deswegen schauen wir, wer jetzt gewonnen hat. Steht auch schon fest. Ja, lies vor. Gewinner des Schlägers. Du kennst dich da nicht aus. Ja, ja, oh ja, weil ich wollte jetzt gerade noch was vorlegen. Finger weg da jetzt. Harald so, Gilhofer. Harald Gilhofer. Ich wollte das jetzt sagen. Ja, du hast noch gesucht. Okay. Richtig cooler Gewinn, den du da zur Verfügung stellst, Kilian. Vielen Dank und dafür. Also, ich wollte nur noch die Sendung beenden und zwar mit einem Ramon. Und davor beende ich sage noch mal nicht was, ganz die Sendung, aber habe eine Bitte an alle, die gewonnen haben. Schickt uns einen Screenshot von eurem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at. damit der Gewinn auch entsprechend zu euch dann kommt. So, und jetzt sagen wir mal ganz herzlich Dankeschön unseren Gast. Du warst der gechillteste Gast, den wir jemals da hatten. Ja? Ja. Ich hoffe, dass in deiner Karriere weniger gechillt zugeht. Ich glaube, dass einfach raketenartig zugeht. Ja. Richtig Vollgas. Ja. Das wird es auf jeden Fall. Und dann kommst du auf jeden Fall, also nur unter der Bitte. Nein, du kannst immer kommen. Ja? Du bist immer gern gesehener Gast. Und schön, dass du da warst. Und ich wollte noch, möchtest du noch was sagen? Ja, du kannst dann das absolute Schlusswort machen. Ich mache das Schlusswort und verweise noch auf nächsten Donnerstag, wieder 19 Uhr. Denn da feiern wir dann das einjährige Jubiläum, Chris, der Admiral Sportshow mit jeder Menge Gewinne. Da ist die Kamera, da ist rot. Ja, die Lichter sind. Also, diese. Gut, dann beenden wir die Show mit einem netten Kommentar von unserer Community, und zwar Ramon. Und zwar Ramon schreibt, Kamera rot bitte. Da müssen wir da reinreden. Ramon schreibt, yo, das Show wieder voll lustig. Und voll lustig auch jetzt gleich, 20.15 Uhr, der Seen-Wutscher. Genau. Der Seen-Wutscher-Film und dann am nächsten Prime Donnerstag Time. Wieder Primetime. Also, danke. Ja, danke. Also, danke, dass ich danke, da sind. Dankeschön. Hat Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Danke. Alles Gute für deine weitere Laufbahn und wir sagen, Wiedersehen. Wiedersehen.